Das hast du nicht gesehen, Peter. Gut, gehen wir. Ich kann's kaum erwarten. Da kann ich mal was Neues probieren. Ich esse alles gern. Naja, alles außer rote Beete. Ich mag auch alles. Naja, alles außer Tintenfisch. Oh, und Papa mag keine Tomaten. Und ich mag überhaupt nichts außer Whopper Whoopie Burger. Und ich gehe nicht mit. Dabei bleibt's. Na schön, Henry. Ich schlag dir was vor. Du kommst mit, benimmst dich und isst alles, was auf deinem Teller ist. Und dann bekommst du 2 Euro. 2 Euro? Und dafür muss ich mir nur ein paar Gabeln ekelhaftes Essen reinschaufeln? Normalerweise muss ich das umsonst machen. Wie wär's mit 3 Euro? Treib's nicht zu weit, Henry. Na gut, abgemacht. Und was bekomme ich fürs Bravsein? Wer brav ist, belohnt sich selbst, mein kleiner Liebling. Es ist sehr nett von Tante Ruth, uns zum Abendessen ins Restaurant très chic einzuladen. No, ist bestimmt nicht so gut wie Whopper Whoopie. Da gibt's was Ordentliches. Und euer Cousin Achim wird auch kommen, Jungs. Oh nein! Nicht der affige Achim! Achim ist mein Lieblingscousin. Wo soll ich parken? Wir parken für Sie, es sei denn, Sie wären der Chauffeur. Meine Lieben! Tante Ruth, wie schön, dass wir... Ein neuer Wagen, Ruth? Oh, ich bin nicht sicher, Schätzchen. Unsere Limousinen sehen für mich alle gleich aus. Was für ein Modell ist denn euer Wagen, Henry? Rostlaube 2000? Besten Dank. Oh, seht euch das an. Ja, ist das nicht fabelhaft? Ein wahres Kunstwerk und ganz aus Eis. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry. Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg! Ich dachte, der Laden heißt très chic. Unter chic stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le Haut de Cochon avec le Jeu du Mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern. Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, what? Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. Zwei Euro, Henry, 2 Euro. Gar nicht übel. Eigentlich wie Kaugummi. Probier mal. Die sind ja so. Von lecker! It's so easy being me, I'm Hard Henry.
Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Ohr, Baby! So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oje. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. So rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hiya! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Eine Mumie.
Glücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist. Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Alle mal herhören! Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung. Und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Ja, nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Interessant. Ich fass die nicht an, da kriege ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich. Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an. Ah, der hat geredet. Der Typ da hat geredet. Ach ja, interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich kriege ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Schön weitergehen. Geradeaus zum normannischen Dorf. Frühe Kulturen und Mittelalter. Langweilig. Frühe Neuzeit. Wen interessiert das? Sonderausstellungen. Aha, Dinosaurier. Jemand zu Hause? Oh je! Au! Hä? Oh! Au! Wahnsinn! I'm Horton Henry.
Verzeihung, Fräulein Laura. Wir wollen sie nicht mehr, nachdem du sie überall rumgeschmissen hast. Hol uns was zu trinken und verschütte bloß nichts, sonst wirst du dir wünschen, du wärst niemals geboren worden. Ja, niemals geboren worden. Henry, bist du gekommen, um mich zu retten? Nein, das geht nicht. Geschäft ist Geschäft. Bitte, ich würde alles dafür tun. Du kannst die 20 Cent behalten. Ich zahle dir 50. 1 Euro. Sie ist wirklich gemein. Fast so gemein wie du. Bleib da. Ich gebe dir alles Geld, was ich habe. Na gut, mal sehen, was ich machen kann. Oh, vielen Dank, Henry. Wo ist mein Getränk? Geh weg, du stehst mir in der Sonne. Meine Mutter sagt, ich muss Peter zurückkaufen. Tja, Pech gehabt. Ich habe viel Geld für ihn bezahlt. Kein Problem. Hier sind deine 1,50 Euro. Ha! Du verschwendest meine Zeit. Ich habe ihn ja angelernt. Er ist mindestens 10 Euro wert. 10 Euro? Ich bezahle doch keine 10... Hey! Und was ist, wenn ich für ihn einspringe? Du? Als Diener? Du wärst miserabel. Ja, miserabel, Henry. Ich wäre hervorragend. Und du könntest mich rumkommandieren. Dich rumkommandieren? Das wär's mir schon wert. Na gut, aber ich will was für mein Geld haben. Gut, versprochen. Ich musste 10 Euro bezahlen. Oh, vielen Dank, Henry. Ich geb's dir wieder. Ich bin frei. Ich bin frei. Henry! Beeilung! Du gehörst jetzt mir. Ich komme. Ihre Erfrischungen, meine Damen. Zu spät. Ich muss jetzt gehen. Das hast du jetzt davon. Du musst lernen, dich ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Aber... Und unterbrich mich nicht. Ich begleite Susi jetzt zur Tür. Und dann will ich neue Nüsse, ein erfrischendes Getränk mit mehr Eis und schüttle meine Kissen auf. Kapiert? Kapiert. Okay. Operation Henrys Befreiung ist angelaufen. Dina, mir ist heiß. Fächle mir Luft zu. Wird gemacht, Laura. Fräulein Laura, bitteschön. Ah, schon besser. Wenn du fertig bist, kannst du noch alle meine Schuhe putzen. Sie muss kaputt sein. Vorhin war sie völlig in Ordnung. Oh, hilf mir raus! Hier drüben, Fräulein Laura. Henry, das warst du! Ich hasse dich! Ist doch nicht meine Schuld, wenn deine Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Verschwinde! Verschwinde einfach, Henry! Du bist schrecklich! Aber ich hab doch versprochen, dich zu bedienen. Hau endlich ab! Jetzt bin ich reich. Das ist eine Menge Geld, Henry. Ja, das habe ich verdient. Ich kauf mir ein neues Schloss und einen neuen Fußball und ein... Bist du sicher, du hast noch genug übrig? Hä? Was meinst du mit noch genug übrig? Und hier geht's doch gar nicht zum Spielzeugladen. Nein, wir fahren zum Sportgeschäft, wo es Tennisschläger zu kaufen gibt. Und dann fahren wir zur Parfümerie, wo es Parfüm zu kaufen gibt. Dein Geld dürfte dafür genau reichen.